Wie fange ich denn an mit Zaubern? Mit dem Zauberkasten? Nee, ich brauche irgendeinen Trick, der leicht ist. Vielleicht hat ja Jane allein zu Hause eine Idee. Und jo Leute, was geht ab? Cool, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich bin Jane allein zu Hause und ich werde euch jetzt zeigen, wie ihr mit dem einfachsten Trick beginnen könnt in der Magie, vor allem in der Münzmagie. Und erstmal, hallo Julu, was ist das hier für ein YouTube-Channel? Ja, sorry, ich muss auflegen, ciao. Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Julien allein zu Haus. Ich bin Julu, der Julien allein zu Haus Schlaumeier oder wie mich Julien immer nennt. Das ist Julien und er zeigt euch hier auf dem Kanal alles, was mit Musik zu tun hat und natürlich, was ich nicht vergessen darf, er nimmt euch mit in seinem Leben und zeigt euch seine Welt. Und ehe ich es vergesse, Julien, was machen wir eigentlich heute? Ja, heute machen wir, also wie gesagt, ich habe es eigentlich schon erklärt, heute werde ich euch einen ganz leichten Münzentrick zeigen. Und zum guten Abschluss werde ich euch noch meine persönliche Münzroutine zeigen. Und zuallererst grüße ich zwei Leute. Ich muss ganz kurz in meinen Hommes gucken hier. Ich habe so eine App, wo ich das sehen kann. Jetzt nicht YouTube generell, sondern YouTube Studio. Wenn das okay ist, ich lese ganz kurz den Kommentar vor. Wenn du Ehre hast, dann grüß mich. Bitte im nächsten Video. Wäre voll cool, genau wie dein Kanal. Danke dafür und Grüße geht raus an Samuel Ortner. Hier einmal ganz kurz der Kommentar eingeblendet. Natürlich auch von mir mit Herzchen versehen und mit einem Like von mir. Genau. Und ich wundere, wenn ihr mir Kommentare schreibt, ich antworte wirklich darauf. Und ich gebe auch bei den meisten Kommentaren Herzchen. Ich muss immer den nächsten gucken, der gegrüßt werden wollte. Den ich jetzt grüße, den wollte ich sogar eigentlich schon bei meinem 500 Abonnenten Special grüßen. Okay, ich lies mal ganz kurz den Kommentar vor. Hey, kannst du mich mal grüßen? Mit Clemens. Wäre super nett von dir. Glaube, wenn du so weitermachst, hast du bald die 500. Kurze YouTuber, den ich kenne, ja. Okay, ich habe geantwortet. Danke, werde ich machen. Und jetzt mache ich. Clemens, Grüße geht raus an dich. Ich sag mal ganz. Ich sag mal ganz kurz, wie der heißt, weil es könnten mehrere Clemens hier geben. Einmal so oder so der Kommentar unten eingeblendet und das ist von 19 lautre 00FCK. Okay. Ja, dann habe ich die schon mal gegrüßt. Und jetzt gehen wir ab zur Performance. Ich habe eine Münze. So eine ganz normale Münze. Und nichts weiter in meinen Händen. Ich habe wirklich hier unten nichts versteckt, nirgendwo, nur dass ihr das wisst. Die Münze nehme ich mit in meine Hand und sie verschwindet. Nein, sie ist nicht in der Hand. Ich greife mal aus der Luft eine weitere Münze und werfe die einfach hier hin. Und habe sie natürlich auch gefangen, beziehungsweise habe die dort hin teleportiert. Diesen ganzen Trick könnt ihr so maximal zweimal machen. Ich mache ihn nochmal für euch. Die Münze ist weg. Ich greife die Münze aus der Luft. Auf einmal werfe ich die da drauf. Der Trick ist ganz cool. Und jetzt erkläre ich euch auch ganz schnell, wie der geht. Und zwar, ihr braucht bei dem Trick keine Ablenkung. Das Einzige, was ihr braucht, ist den French Drop. Viele Leute können sich bestimmt noch an mein allererstes Video erinnern.
Jetzt habe ich hier eine Münze. Ich nehme sie mit in diese Hand. Seht ihr? Nochmal. Ich nehme sie mit in diese Hand. Und nehme ich sie mit in diese Hand. Und ich schüttel sie ein bisschen. Und es hat jetzt irgendwie so, ich guck mal ganz kurz. Das hat jetzt 25.624 Aufrufe. Danke dafür, Alter, ist mein bestes Video. Und das ist der Zaubertrick, die Münze verschwindet. Mein allererstes Video vor 2 Jahren. Kommt auf jeden Fall gut bei euch an. Diesen müsst ihr können, also den French Drop. Ich werde den einmal ganz kurz machen. Der French Drop ist, wenn ihr so tut, als werdet ihr die Münze mit in eure Hand nehmen. Dabei ist sie da gar nicht. Die ist nämlich in der anderen Hand. Und da werdet ihr hier unten halt so reingehen. Ich erkläre es jetzt trotzdem nochmal, ihr müsst das Video nicht gucken. Da werdet ihr hier unten reingehen. Und dann werdet ihr so, wenn ihr hier unten reingeht, das ist die Bewegung, wie ihr die Münze greift. Also übt es oft, dass ihr einfach wirklich die Münze greift. Wirklich greift. Und dann halt wieder in die Position packt. Übt das oft. Denn irgendwann habt ihr diese Bewegung so drauf. Und irgendwann werdet ihr einfach nur, wenn ihr hier oben so mit eurem Finger so gegen den Daumen geht, würdet ihr einfach den Daumen lockern und dann fällt die Münze hier unten so rein. Und dann tut ihr natürlich immer so, immer noch so, als wenn ihr die greift. Für die Leute, die die Münze teleportieren wollen, das ginge gleich so, dass du hier unten so machst und dann sofort die Hand schließt, die Hand leer zeigst und hier zeigst, die Münze da drin ist, ist hier automatisch dann. Aber bei dem Trick teleportieren wir die Münze schon, aber halt auf einem anderen Weg. Also, wir haben die Münze in der Hand. Nein, haben wir nicht. Die haben wir hinterm Arm. So leicht ist das ganze Prinzip auch, ja. auch ja, was ich nicht finde. Jedenfalls, das Prinzip ist eigentlich voll leicht. Und dann, wenn ihr das hier hinten habt, müsst ihr den normalen Finger palmen können. Das heißt, ihr palmiert die Münze hier unten so. Es gibt auch den Classic Palm. Das ist, wenn ihr die Münze hier so zwischenpalmiert. Aber das werde ich euch heute nicht beibringen, sondern ich werde euch nur den Fingerpalm zeigen. Also, wir haben hier die Finger und so Mittelfinger und Ringfinger. Da packt ihr halt so die Münze drauf. Und dann werdet ihr einfach nur die Finger so ein bisschen einknicken. Weil es fällt auf, wenn ihr die Hände so habt. Das fällt auf. Wenn ich jetzt hier was zeige, das erste, worauf ihr guckt, ist, warum ich meine Hand so steif halte. Normalerweise, wie hält man so eine Hand ungefähr so? So eingerollt. Und im Fingerpalm müsst ihr die Hände so einrollen. Ihr macht nicht so. Das würde ein bisschen auffallen, dass ihr wollt. Bisschen Gangster sein. Aber das fällt trotzdem auf. Das heißt, ihr habt die so. Hier zwischen. Und so könnt ihr alles palmieren. Also Karten könnt ihr auf diese Weise jetzt nicht palmieren. Karten macht ihr nur mit dem Classic Palm. Ja. Und das ist der Fingerpalm, wo ihr jetzt so hier zwischen habt. Und wichtig ist, dass ihr die anderen Finger zu den Ringfinger und Mittelfinger halt packt. Und dann, ganz ehrlich, ihr werdet jetzt hier drauf schauen auf die Hand. Weil ihr wisst, dass ich hier die Münze in der Hand palmiert habe. Aber andere Leute würden jetzt auf meinen Kopf gucken, wenn ihr eine Zaubershow beispielsweise macht oder Street Magic. Weil das hier ist auch eigentlich so ein Street Magic Trick. Okay, lang genug gelabert, jetzt seid ihr hier. Ich hab die Hand leer gezeigt und hier habt ihr die Münze palmiert. Natürlich immer schön palmiert. Wo ich zeige, könnt ihr währenddessen die Leute auf diese Hand hier gucken, könnt ihr diese Münze mit dem Daumen nochmal richtig hinrichten. Aber passt auf, dass ihr die Hand nicht aufmacht und das Flash. Wenn Menschen müsst ihr das so, sag ich mal, hinter der Hand machen. Und dann aber danach wieder den Daumen rauspacken, weil wenn ihr den Daumen hoch so habt, dann fällt es auch eher auf. Das heißt, ihr habt keinen Daumen auf der einen Hand. Das ist was anderes. Dann zeigt ihr die Hand leer, dann habt ihr hier es palmiert. Und jetzt kommt der Effekt, wo man die Münze wieder greift. Theoretisch könnte ich auch sagen, ich lasse die Münze einfach in dieser Hand erscheinen. Aber das wäre dann
was anderes und das würde ich nicht machen. Ich würde eher diese Teleportierung machen, wo ihr eine unsichtbare Münze aus der Luft greift und die dann in die andere Hand werft. Und auf einmal ist sie sichtbar. So viel dazu. Und dann, währenddessen ihr die Münze greift, die unsichtbare, sind alle wieder auf diese Hand hier fokussiert. Und dann könnt ihr mit dieser Hand hier runtergehen. Ist jetzt, kann man machen, ist jetzt aber ein bisschen die schlechte Idee. Ihr geht runter und dann geht ihr aus dem Fingerpalm, lasst ihr die Münze einfach in eure Hand fallen, dann packt ihr die so hier drauf und schützt die mit eurem Finger so ab, dass ihr eigentlich wieder in der French-Drop-Position seid. Weil dann macht ihr so, ist nicht schlimm, wenn man euren Daumen nicht sieht. Ihr könnt ja euren Daumen so ein bisschen hier oben so anfassen, aber es fällt auch ein bisschen auf. Und dann sind alle wieder auf diese Hand fokussiert, dann nimmt ihr es wieder raus und dann wirft ihr einfach, macht ihr einfach nur so eine Bewegung, als wenn ihr irgendwas dagegen werfen würdet. Und direkt, wenn ihr losgelassen habt, also eure Hand aufgemacht habt, drückt ihr einfach mit eurem Daumen gegen diese Münze und schiebt diese nach vorne. Das sieht dann so aus. Richtig cooler Effekt, wenn auf einmal die Münze dann hier so aus dem Nichts erscheint. Leute, ich kann euch nur dazu vorweg sagen, übt das. Übt das wirklich. Ich meine, es ist zwar ein Anfängertrick, aber falls ihr irgendwie eure Eltern habt, bestimmt, habt ihr die, die euch unterstützen in der Sache Zaubern oder was auch immer ihr macht. Die unterstützen euch natürlich. Trotzdem, wenn ihr zum Beispiel, wie ich, meinen Vater habt, den zeige ich alle Tricks, die ich habe. Der weiß auch die meisten. Naja, bis auf meinen selbst erfundenen Trick. Den weiß er nicht. Ja, Leute. Ich hoffe, ihr habt es soweit verstanden. Vorsichtshalber sprüht nochmal zurück und schaut euch das Video von vorne an, wenn ihr wollt. Und jetzt, Leute, kommt meine Routine. Dafür muss einmal Lichter. Die wäre ganz gut. Diese Münze hier können wir sogar was ganz Besonderes mitmachen. Wir können diese Münze nehmen und die einfach verwandeln. Natürlich können wir die auch wieder zurückverwandeln. Wir nehmen diese Münze, packen die in die Hand und auf einmal ist wieder diese Münze. Das kann man natürlich auch wieder so machen. Wir haben hier die Münze und auf einmal ist diese Münze. Diese Münze, da geht was ganz Besonderes. Diese Münze ist so einzigartig, dass du einfach nur deine Hand drüber nimmst, verschwindet. Münze verschwindet. Ich kann hier auch wieder auftauchen lassen und einfach hier nehmen und ein bisschen reiben. Und zum guten Abschluss, hier haben wir die Münze. Und diese Münze ist richtig cool. Es ist kein Gimmick, aber es ist Grifter. Also Grifter ist halt cool. Wir nehmen diese Münze und reiben die ein bisschen. Einfach auf den Tisch reiben, bis sie irgendwann komplett weg ist. Ja, das war meine Münzroutine. Einmal ganz kurz Werbung an Grifters. Ihr könnt euch Grifters bestellen. Der beste Zaubershop, den ich persönlich kenne, eingeblendet. Ihr könnt natürlich auch noch zaubershop.at nehmen oder was auch immer. Und ihr könnt natürlich auch eine Münze einfach wieder erscheinen lassen. Geht alles. Ja, dann war es auch wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao! Ein Zaubertrick. Nee, wie fange ich denn an mit dem Zauber? Ja, Bruderchen, 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 B